Chief, hier ist er nicht. Sicher? Ich habe doch gesehen, dass er hierhin geflogen ist. Sehen Sie nochmal nach. Nein, wirklich nicht. Vielleicht ist er vom Baum abgeprallt. Nein, das hätte ich gesehen. Schauen Sie nochmal richtig. Uff. Nein, Chief. Er ist wirklich nicht hier. Na gut, sei es drum. Glück für Sie. Damit hätten Sie das Inning und die heutige Partie gewonnen. Gut gemacht, Agent. Der dritte Samstag des Monats ist eigentlich mein Glückssamstag. Also normalerweise besiegt mich niemand an meinem Glückssamstag. Aber heute muss ich mich wohl geschlagen geben. Tja, das war's wohl für heute. Moment, warten Sie. Ich kenne Sie. Sie verlieren nicht einfach so. Durch ein technisches K.O.? An Ihrem Glückssamstag? Da stimmt was nicht. Hier drüben haben wir noch nicht nachgesehen. Sie wollen mich doch verarschen. Hier, könnte das nicht... Nein. Auf Ihren Bällen sind immer Ihre Initialen drauf. Vielleicht der? Nein, auch nicht. Ich weiß genau, was Sie vorhaben, Chief. Sie wissen genau, ich hätte die heutige Partie auch so gewonnen. Ja, das war eine gute Leistung heute. Was wollen Sie noch? Sie sind der Sieger. Ich kenne Sie. Ich weiß, dass Ihr Ego es niemals verkraften würde, an Ihrem Glückssamstag zu verlieren. Also haben Sie den Ball mit Absicht in die Botanik geschlagen. Um der Welt im Nachhinein zu erzählen, es wäre ein technisches K.O. gewesen. Geben Sie es zu. Ich habe Sie durchschaut, Chief Cameron. Gut ermittelt, Agent Ibrahim. Aber es wird Ihnen nichts nützen, weil Sie den Ball nicht finden werden. Und am Ende ist es ein Sieg durch technisches K.O. Daran können Sie nichts ändern. Tut mir leid. Das ist mein Glück, Samstag. Ich verliere nie. Was ist los? Nehmen Sie den Sieg an. Wir beide wissen, Sie waren heute deutlich besser als ich. Es wird langsam dunkel. Glauben Sie, die Abteilung ist bereit für die Prüfung? Ich habe Angst, dass es einer von Ihnen nicht schafft. Damit wäre die ganze Ausbildung hin und die Person könnte von vorne anfangen. Ich brauche dieses Team. Jeden. Besser, jede einzelne von Ihnen. Abigail hat es in 3 Jahren nicht geschafft, ihre Unsicherheiten zu überwinden. Das macht mir ziemliche Sorgen. Nicht die Prüfung, sondern die Zeit danach. Ihre Prüfung ist Ihre Prüfung, Agent Ibrahim. Gutes Spiel und gute Nacht. Achtung, Agenten! Was wir hier vor uns haben, ist ein Beispiel dafür, wie einfach Spirit-Smuggler es haben, den Rohstoff der Blauen Blume über die Westküste ins Land zu bringen. Auf diesem Schiff konnten dank Agent Castellas Virus ganze 10 Container voll mit Spirit-Präparaten festgesetzt werden. Dies ist ein harter Schlag gegen das Drogennetzwerk. Doch es gibt bei der ganzen Sache ein gravierendes Problem. Die Schiffscrew ist seit Anfang der Woche in Gewahrsam. Dennoch ist es irgendwie und irgendwem gelungen, die Container letzte Nacht einfach verschwinden zu lassen. Das Schiff stand die ganze Zeit unter Beobachtung. Niemand durfte an Bord oder das Schiff verlassen. Das Ganze wirft also gewaltige Fragen auf die bis jetzt nur eine etwas abwegige Theorie von Agent Ibrahim und Agent Castella eine Antwort hätte. Agent Ibrahim? Agent Ibrahim? Hä?
Was? Ja, die... Ja, genau, die Container. Also ja, Agent Castella und ich sind die Sache heute Morgen am Telefon durchgegangen. Und wir kommen nur auf die Antwort, dass die Teleporter dafür verantwortlich sind. Sie wären die einzigen, die die Möglichkeit gehabt hätten, unbemerkt an Bord zu gelangen und eventuell auf dieselbe Weise auch die Container verschwinden zu lassen. Doch wir wollen vorsichtig mit dieser These sein. Deshalb sind wir hier. Und? Wie lauten Ihre Befehle, Abteilungsleiter? Wir beweisen das Gegenteil. Das heißt also, wir finden einen Beweis, dass es keine Teleporter waren. Das wird ja lustig. Also bisher sieht es tatsächlich nicht so aus, als wären die Container auf konventionelle Art und Weise vom Schiff verschwunden. Dafür haben wir etwas anderes entdeckt. Ein Mitglied der Besatzung ist ebenfalls letzte Nacht verschwunden. Hannah und I testen gleich ein paar Möglichkeiten, wegen den Containern. Das hier ist eigentlich Zeitverschwendung. Es gab keine Möglichkeit, die Container normal von Bord zu bringen. Dann aufzuladen und durch den Zoll das Hafengebiet unbemerkt zu verlassen. Du weißt genau, dass diese Art von Unsachlichkeit gefährlich ist, Ibrahim. Was ist denn heute los mit dir? So unmotiviert kenne ich dich doch sonst nicht. Sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen? Soll ich nicht lieber? Nein, ganz im Gegenteil. Aber ich werde das doch kein Roboter machen lassen. Das ist genau das, was ich brauche. Einfach nicht nach unten sehen. Hey, hören Sie. Secretary. Ich bin nicht an diesen Körper gebunden. Wenn ich runterfalle, kauft mir Layla sicher einen neuen. Vergiss es! Puh, scheiße! Dafür verdiene ich eine neue Kaffeemaschine. Unmöglich. Wie sollen die Dealer unbemerkt auf den Kran geklettert und dann die Container runtergehievt haben? Jeder hätte das bemerkt. Vielleicht. Vielleicht haben sie es anders gemacht. Vielleicht ohne den Kran zu bewegen. Keine Chance. Die Container standen alle zu weit voneinander entfernt. Sie hätten den Kran bewegen müssen. Und selbst wenn nicht, hätte das Anheben zumindest jemand sehen müssen. Das ergibt keinen Sinn. Ich probiere es trotzdem aus. Also, wenn man hier oben steht, ich bin direkt über dem Schiff. Nehmen wir an, Sie hätten es geschafft. Und dann? Ja, dann hätten Sie... Ja? Nein, das ergibt alles keinen Sinn. Es funktioniert einfach nicht. Sag ich doch. Bitte, kommen Sie da runter. Wir können auf dem Schiff nochmal nachsehen. Vielleicht gab es eine andere Möglichkeit. Aber bitte, wir alle mögen Sie zu sehr. Ich will nicht, dass Sie runterfallen. Gut, mir ist gerade schlecht. Und ich kann mich nicht bewegen. Das war ein Fehler, da runterzuschauen. Gib mir nur ein paar Minuten ein. Das war eine ganz schlechte Idee. Secretary Hannah kommt auf der Toilette wieder zu sich, nachdem sie sich die Seele aus dem Leib gekotzt hat.
Man muss ihr eines lassen. Sie gibt in jeder Angelegenheit alles. Sie wird ein guter Special Agent werden. Und loyal dazu. Setzen Sie auf sie. Ich weiß. Ich habe ihr versprochen, ihr mehr Chancen zu geben, sich im Außendienst zu beweisen. Aber um ehrlich zu sein, brauche ich auch ihren brillanten analytischen Kopf in der Undercover-Zentrale. Da hast du recht. Hast du Hunger? So ein Schiff ist schon was Tolles. Oder nicht, ey? Ja. Absolut. Diese Atmosphäre. Geben Sie es doch zu. Was? Sie lieben es wegen dem Raumschiff-Feeling. Gar nicht so leicht, sich in den Gängen zurechtzufinden. Komm, setz dich. Weißt du, als kleines Mädchen habe ich immer davon geträumt, wie es wäre, mit einem großen Schiff über die Ozeane zu fahren. Ich bin Koreanerin. Vielleicht liegt mir das einfach im Blut. Aber das Meer hat mich schon immer fasziniert. Naomi, meine Laune hat nichts mit der Ermittlung hier heute auf dem Schiff zu tun. Ich habe einfach nur viel um die Ohren. Das war's. Und ja, das Meer ist spannend und cool. Aber aktuell verbinde ich mit dem Meer mehr diese Bruchbude am Strand, die Leila und ich vor 2 Monaten gekauft haben und die mich fast arm gemacht hat. Und nicht fertig wird. Dafür wirst du sicher ein Jahr brauchen. Aber ich kenne dich zu gut, mein Freund. Es ist nicht nur das Haus, was dich umtreibt. Da ist noch mehr. Du weißt, mit deiner Naomi kannst du über alles reden. Na komm, spuck's aus. Was ist los? Ist was mit Leila? Oder Jasmine? Die Alte soll sich fernhalten von dir. Du bist ein verheirateter Mann. Okay, du willst nicht mit mir darüber reden. Gut. Bei Gott, wenn ich könnte, würde ich. Das schwöre ich dir, dir bei der Tatsache, wie wichtig du mir bist. Aber ich kann nicht, wirklich. Es betrifft dich zu sehr. Ah, verstehe. Ich glaube, ich weiß, um wen es geht. Denk daran, nicht mal ich traue ihr. Und ich bin ihre Mutter. Alles in Ordnung? Ja, alles gut. Mich nervt die Sache nur. Sie sollten das klären. Ja, richtig. Aber glaubst du mir, virtueller Kumpel, ich habe, weiß Gott, keine Lust darauf. Reicht nicht schon Jasmine mit diesem Hund? Tja, ihr Schicksal, mein Freund. Lustig. Es ist schon fast verrückt anzunehmen, dass keine abgefahrenen Teleporter die Container vom Schiff verschwinden lassen haben. Ich denke, wir sollten den Spieß umdrehen und damit aufhören zu versuchen, nur zu beweisen, dass niemand die Container wegteleportiert hat. Es ist schon echt spät und ich glaube, damit kommen wir deutlich weiter. Was meinst du, Ei? Ich bin ganz Ihrer Meinung, Agent Hanna. Wenn wir heute Nacht noch was Sinnvolles erreichen wollen, müssen wir die Strategie wechseln. Was schlagen Sie vor? Sehen wir uns die Mannschaftsliste an. Ali bin Ibrahim, Mohammed bin Musa, Abraham Johnson, Sean Katakutan, Ali bin Khalid, Khalid bin Ali. Die meisten auf der Liste sind Malaysier, 2 Filipinos, 3 Bengalen und 2 Liberianer und der Kapitän ist aus Argentinien sowie der Steuermann. Der vermisst wird, heißt Mohammed bin Hassan, ebenfalls aus Malaysia und zum ersten Mal an Bord. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass dieser eine der Spirit-Schmuggler ist? Lass uns die Besatzungsräume ansehen.
Mohammed bin so und so, Ali bin, aha, Abraham Johnson, okay. Mohammed bin, hier, ich hab's, das war seine Koje. Nichts Auffälliges. Nichts Auffälliges? Sehen Sie nicht die Kalaschnikow in der Koje links? Die stecken alle unter einer Decke. Die ganze Mannschaft. Vorsichtig, Ei. Die Waffen haben die meisten zur Verteidigung gegen Piraten an Bord. Das hat nichts zu bedeuten, im Gegensatz zu dem direkt daneben. Ist das das Bett von Mohammed bin Hassan? Nein. Seltsamerweise nicht, dass das die Koje von Ali bin Ibrahim. Du hattest also recht. Die ganze Mannschaft steckt tatsächlich unter einer Decke. Scheiße. Doch irgendwie kommt dabei eine ganz zentrale Frage auf. Warum ist nur einer von ihnen mit den mutmaßlichen Teleportern von Bord gegangen? Sie haben vollkommen recht, Secretary Hannah. Verdammte Scheiße. Ei, irgendwas ist hier sehr faul. Gehen wir davon aus, dass zumindest der gesamte malaysische Teil der Schiffscrew am Schmuggel beteiligt war. Dann würde das bedeuten, dass sich der größere Teil der Crew für einen einzigen von ihnen geopfert hat. Und das heißt, dass dieser eine ganz schön wichtig sein muss. Ganz schön wichtig.